Mittwochshandel, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Adler präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir sind im Bereich der Währungen unterwegs, wie man hier in der Vorschau schon sehen kann, und zwar abermals bei Euro-US-Dollar, und dem werden wir uns widmen. Aber natürlich, wie immer, zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Ja, Euro-US-Dollar hat sich zuletzt deutlich erholen können. Und was dabei ganz interessant ist, wenn man sich hier die grüne Linie hier anschaut, das ist die Nettoposition der Large Specs, der Fonds. Wenn man sich das anschaut, die ist deutlich nach oben gegangen. Die Fonds haben also hier diesen Anstieg verursacht, weil sie gekauft haben. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, die Nettoposition vergleicht mit der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel hier ist die Nettoposition gegenwärtig. Das hier war am Zwischenhoch im Sommer. Das hier war am Zwischenhoch im Frühjahr. Das hier war der höchste Punkt im Sommer letzten Jahres. Also wir sind da sogar vergleichsweise hoch wieder. Das hier war der Wert am Zwischenhoch hier von 1,20, und das hier war natürlich ein etwas noch etwas höherer Wert. Das war hier. Aber wir sind auf jeden Fall schon wieder relativ hoch mit den Nettopositionen. Und deshalb schlugen hier jetzt auch einige Setups an für die Short-Seite. So auch dieses heutige. Und entsprechend wird folgendes Produkt gehandelt. Wir hatten das neulich schon mal, diesen Schein für ein anderes Setup. Gehandelt wird eine Open End Turbo Bear von der City. KG 4G HV. KG 4G HV. Einstieg Markets, Stop-Loss 1 Euro. Exit zeitbasiert Ende November. Oder eben, wenn wir nochmal die Region um 95 antesten. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Ciao.